seinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem scheiß Schwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten... Hier unten... Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Spaß! Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Ja, servus, gute Grüezi oder auch gesagt Morning in the Morning. Willkommen zu Far Cry 3 Let's Play. Wir fangen nochmal von vorne an, weil meine damalige Soundqualität ja eigentlich so der prickelnde Wahnsinn war. Auch das Mikrofon und alles. Es hat mir selber dann auch keinen nicht so großen Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht gehabt, im Gegensatz zum Minecraft mal ein bisschen rumballern ist auch mal was Schönes. Und ich merke, es spielen viel zu wenig Leute Far Cry. Und dann muss ich was unternehmen. Aber ich halte mal noch mal kurz meinen Mund so ein bisschen und höre noch mal der Story zu.
So ein bisschen, aber nur. Okay, jetzt ist der ausgerechnet ruhig. Ja, den Anfang kennen wir ja eigentlich schon vom letzten Mal Far Cry. Hinhocken. Oh, oh. Scheiße. Hunde. Warte, stopp. Warte, stopp, komm, gib Gas, nicht so lahm. Das regt sich der Hund so auf. Auch wohl scheiße. Sei leise. Oh, ist meine Maus ein bisschen verrutscht. Ja, und der auch. So, dann sammeln wir mal hier das Zeug mal ein. Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Das iPad. Mal kurze Schleichwerbung machen. Oh, da runter, was hier für Koffer liegen. Guck mal, da können sie schon, kann man schon sehen. Da kann man sehen, wie viele sie sich schon entführt haben an den Koffern allein schon. Halt an, was? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Wirf einen Stein darüber. Werft er den Scheißstein selber? Warum soll ich den Stein schmeißen? Ich bin nicht der Erste, der ein Schwein schmeißt. Was ist denn los, ey? Ablenken. Ich hab doch geworfen, Mensch. Ablenkung. War zu hoch bestimmt. Aha, jetzt. Weg! Ein Schwein schmeißt. Sei nicht der Erste, der einen Stein schmeißt. Irgendwie war das so was, ne? Da gibt's so ein Sprichwort doch. Ey, der will mich doch verarschen, oder? Ich dachte, der rennt jetzt los. Weg! Der hätte so nicht so richtig Bock da drauf. Ich kann ja mal so einen Stein in den Kopf schmeißen, du. Chabo. Okay. Ach, ich komme. Ich komme! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann, schneller rein! Da denkt man, man wird voll gediegen in Sicherheit und dann. Alter, was geht denn mit dir ab? Der ist richtig crank, der Typ. Das ist nicht Grant! Jay, sieh her! Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Ey, davon müsste es einen Film geben. Das ist dann wäre so granatengeil. Den würde ich mir, glaube ich, 10.000 Mal reinziehen. Genau so wie die Story abläuft, das wäre so fett. Auch da hinten mit dem hier. Gott, das sind echt viele, Mann. Scheiße. Dieser Psycho. Langweilt doch mal schnell. Dann kam der Anruf rein. Fuck, der Anruf. Keiner will bezahlen für euch. Kein fuckiger Anruf. Keiner will bezahlen für euch. Tja, hast ihr die falschen Geiseln geholt? Alle sagen drum und machen, dass er in das Zimmer kommt. Und dann macht er echt bei uns mit. Ich sag's dir, wir haben die ganze Nacht gefickt. Wow. Was hat jetzt keiner gehört von euch? Sonst muss ich das wirklich noch ab 18 schalten. Ab ins Grünzeug. Ja, da hat sich gerade ein bisschen dreckig angehört. Das ist ein absoluter Albtraum, Mann. Siehst du die Knarre? Perfekter Albtraum. Das ist meine Lieblingsknarre. Wenn die Automatik an ihm vorbei ist, kannst du alles machen. Stein dahin. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hält. So, mal gucken, wo wir einen Stein hinschmeißen müssen. Da hinten. Du wirst sehen, die respektieren dich. Okay. Aha, hat funktioniert. Okay, ich dachte schon, es wäre wieder zu hoch gewesen. Und, ja. Es gibt ja jetzt ein neues Far Cry, glaube ich. Dieses komische Arcade-Modus da. Dieses Blood and Dragon, oder wie heißt das? Das war ich mir echt überlegen, ob ich mir das holen soll. Zurzeit ist das bei Ubisoft für 14 Euro noch etwas, glaube ich, zu kaufen. Mit Premium-Code, oder wie das heißt. Nur 9 Euro. Ich werde echt überlegen, ob ich mir das holen soll. Das hat sich sehr interessant angehört und ausgesehen. Also, es gibt schon länger, glaube ich. Ich habe es halt nur ein bisschen verpasst. Das mir zu holen. Hier liegen noch mehr Koffer und BHs und so ein Scheiß. Wo liegen sie? Hier lagen irgendwo BHs. Da bin ich schon vorbeigelaufen. Nein,
dreckige BHs, Igittigit. Da. Die sehen auch total echt aus, finde ich gerade, der BH. Mann, bitte! Der sieht überhaupt nicht wie ein Blatt Papier aus. Mann. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Ach du Scheiße. Ey, verreck mir nicht, Junge, verreck mir nicht! Du willst hier nicht sterben? Du willst mich halt durch! Was passiert, wenn ich die Hand wegmache? Nein! Du willst mich verarschen! Grant! Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los. Was, bist du taub? Ich sag auf, auf ich Hand, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf, Schlampe, lauf! Wie geil. Ach du Scheiße. Oh, das hat wehgetan. Das hat echt wehgetan. Lauf. Ist gerade ein bisschen schwer dunkel bei mir hier. Das liegt aber, glaube ich, an meinem Aufnahmeprogramm. Da muss ich noch ein bisschen was einstellen. Oh, wo muss ich denn lang? Lauf, Forrest, lauf! Jetzt kommt die Scheiße, die hasse ich wie die Pest. Also beim ersten Versuch eben habe ich es nicht geschafft. Komm, hoch mit dir jetzt, du! Da ist man so hier unter Stress. Man rennt einfach los, ohne zu gucken, wo man überhaupt hinläuft. Komm, hoch, dann mach dich doch hoch, du Tabern. Hallo? Meine Fresse, der macht's mir noch schlecht hier, ey. Da wird's mir echt geübel. Ich muss Riley und die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Du kleine Bitch. Hol das Messer doch mit. Hast du schon mal ein Messer? Aber nein, lässt in der Kehle stecken. Und jetzt schnell über die Brücke hier rüber. Oh Gott. Aus. Ich trinke mal einen Schluck in der Zeit.